Hallo und herzlich willkommen bei Respekt TV, das Magazin. Ganz Deutschland erlebte gerade eine Hitzewelle und am liebsten hätten wir doch alle nur faul im Wasser gelegen. Zum Glück gab es trotzdem Menschen, die sich engagiert haben. Zum Beispiel Etski, die Studentin, ist unsere Respektperson des Monats Juni. Sowie verschiedene Betriebe in Leipzig. Sie organisierten ein Fußballturnier gegen rechts. Und Emanuel Jal, der neue Film unseres Respektbotschafters, ist jetzt auch auf DVD zu sehen. Etski ist eine starke junge Frau, die sich gerne Debatten stellt und Gesicht zeigt. Die Eltern der Studentin kommen ursprünglich aus der Türkei und haben sich ihr ganzes Leben lang ehrenamtlich engagiert. Das hat Etski geprägt. Aber ich lasse sie am besten selber erzählen. Etski K. ist 24 Jahre alt, studiert Stadt- und Regionalmanagement an der Fachhochschule Ostfalia und schreibt gerade ihre Bachelorarbeit. Wir treffen sie in der IG Metall Verwaltungsstelle in Salzgitter-Peine. Hier hat Etski letztes Jahr ein Praktikum gemacht. Seitdem setzt sich die Deutsch-Türkin ehrenamtlich im Frauen- und Migrationsausschuss der IG Metall ein. Die ehrenamtliche Tätigkeit, das ist für mich eigentlich immer selbstverständlich gewesen, sage ich mal. Weil natürlich durch meine Eltern auch, die auch politisch aktiv sind, die auch immer ehrenamtlich tätig waren eigentlich, seit ich denken kann, lief das immer so im Hintergrund. Also, ne, das, ja, die Eltern sind dabei, man weiß das so. Dass man das selber mal macht, das ist eigentlich selbstverständlich. Also das irgendwie, und natürlich ehrenamtliche Tätigkeit ist deswegen so schön für mich persönlich, weil man am Ende wirklich was geschafft hat einfach. Man schafft was und das ist im Leben nicht oft so. Weil das ist keine Arbeit, ne? Man macht das ja also aus persönlicher Überzeugung. Man kriegt kein Geld dafür, klar. Und dass man mit Menschen kooperiert, die dasselbe empfinden und die gleichen Ziele haben, die gleiche politische Meinung, sage ich mal, vertreten, mit natürlich mit Einschränkungen, sage ich mal. Es muss ja nicht immer alles gleich sein, ne? Aber das ist ein sehr schönes Gefühl. Es ist meine Gewerkschaft, sage ich mal. Es ist, was ich mitbekommen habe, die Menschen, die wirklich mit Herzblut dabei sind, wirklich auch hochpolitisch sind, vor allem die Gewerkschaftssekretäre zum Beispiel. Was ich da an Wissen übermittelt bekommen habe und Hintergrundinformationen und so viel Allgemeinwissen auch, ne? Das hat mich wirklich überrascht, weil ich hatte sehr selten mit Menschen zu tun, die so hochpolitisch sind und so viel und über so viel Wissen verfügen. Und das fand ich echt toll. Also das hat mich überwältigt auch. Ja, und ich, also in der Schule, das war in der 12. Klasse, da war das so, da haben wir über eine, also im Geschichtsunterricht hat der Lehrer eine Frage gestellt. Es ging, es war eine Frage aus dem Christentum und es ging um Jungfrau Maria oder so. Und in dem Moment hat sich halt keiner wirklich irgendwie gemeldet oder so und alle waren irgendwie beschäftigt, sage ich mal, oder vielleicht wussten es auch manche nicht. Und ich war halt die Einzige, die sich gemeldet hat. Ich war auch die einzige Türkin, sage ich mal, oder Deutsch-Türkin. Und er meinte dann halt, ja, sag mal Leute, wollt ihr euch jetzt das Christentum von einer Muslimin erklären lassen oder was? So, es ging um diejenigen, die sich nicht gemeldet haben. Es war halt vorwurfsvoll an die gerichtet. Aber das ging mir sehr nah. Also ich war echt kurz vor dem, also ich habe wirklich fast geweint, weil mich das so getroffen hat, dass ich, auch wenn es eine Art positive Ausgrenzung war in dem Moment vielleicht. Also für ihn war das vielleicht nicht so gemein, ne? Für den Lehrer. Aber für mich war das echt so, okay, danke schön, Herr Lehrer. Sie haben mir gerade gezeigt, dass ich nicht dazugehöre.
ich glaube, dafür brauchte es bei mir kein Erlebnis mehr, weil ich hatte durch meine Eltern sowieso schon diesen politischen Background und ich war immer an politischen Diskussionen beteiligt, ob das in Vereinen war, in Kulturvereinen und so weiter. Aber das war ein Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich gemerkt habe, dass andere Menschen um mich herum mich gar nicht so sehen, wie ich mich sehe, also in der Gesellschaft sozusagen, dass ich doch noch nicht ein voller Teil bin, da ich immer noch diese Ausgrenzung halt erlebt habe, obwohl ich hier geboren bin, obwohl ich ein ganz normales Leben habe, sage ich mal. Und da wurde mir schon bewusst, okay, ne, das ist eben, du gehörst halt doch nicht so sehr dazu, wie du das für dich empfindest. Ich kann einfach nur den Leuten raten oder Studenten vor allem raten, wenn sie sich irgendwie unwohl fühlen in ihrer Situation oder mit der Gesellschaft oder mit der Politik und irgendwie verspüren, dass da irgendwas nicht richtig läuft, dann wäre es das Beste, seine Energie einfach zu nehmen und in solche Sachen reinzustecken und nicht immer zu meckern oder zu jammern. Auch in Leipzig engagieren sich Menschen für ein respektvolles Miteinander. Eine Reihe von Betrieben organisierten ein Fußballturnier und kickten gegen unser Respekt All-Star-Team. Natürlich gegen Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung. Am Samstag, den 27. Juni 2015, fand in Leipzig ein Fußballturnier unter dem Motto Respekt statt. Kinder sowie Erwachsene amüsierten sich prächtig und setzten dabei auch noch ein Zeichen gegen Rassismus und Gewalt. Obwohl das Wetter nicht so richtig mitspielte, war der Tag ein voller Erfolg. Dies meint auch Organisator Bernd Krupper, der allerdings schon über weitere Möglichkeiten nachdenkt, um sich gegen Rassismus stark zu machen. Wir haben heute 12 betriebliche Mannschaften am Start. Das ist, insofern bin ich mit der Teilnahme sehr zufrieden. Wir sind ja rund 300 Leute den ganzen Tag verteilt, haben das auch als Kinderfest organisiert. Aber es gibt eben auch Leute, die wollen schwimmen, Radfahren oder andere Sportarten dann genießen. Insofern müssen wir mal schauen, wie wir die Idee Sport und betriebliche Kultur zusammenzubringen, auch mal in einer anderen Veranstaltungsform vereinen. Und wir haben einfach die Idee, ein Zeichen zu setzen gegen Gewalt und Rassismus. Das gilt im Sport so wie im Leben, wie auch in den Betrieben, im täglichen Miteinander. Und das ist eigentlich der Punkt, um den es hier geht. Es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger. So viele Besucher an nur einem Tag. Dies ist auf jeden Fall ein voller Erfolg. Warum es wichtig ist, solche Veranstaltungen zu besuchen, sagte uns Manuela Grimm. Ja, weil ich es ganz wichtig finde, einfach Respekt vor allen Kollegen zu haben, auch ausländischen Kollegen. Wir haben eine ausländische Kollegin, bei uns auch eine Leiharbeiterin aus Brasilien. Und es ist natürlich selbstverständlich, dass wir solidarisch sind, auch mit diesen Kollegen, weil die haben es am allerschwersten, insbesondere bei Leiharbeitsunternehmen. Da muss man immer aufpassen, dass sie alle Rechte in Anspruch nehmen können. Und ich unterstütze die Kollegen ganz selbstverständlich. Das ist mir wichtig. Deshalb bin ich hier. Vor allem in Leipzig kooperieren traditionell viele Menschen und Organisationen miteinander und engagieren sich gegen Rassismus und Ausgrenzung. Also Leipzig ist schon immer eine bunte Stadt. Wir sind praktisch weltoffen für alles. Leider hat uns immer ein Jahreswechsel diese unsägliche Igida-Geschichte auch in Leipzig ereilt. Wir haben uns da breit aufgestellt dagegen, waren zu vielen Demonstrationen gegen diese Menschen da auf der Straße, die irgendwo im Kopf was nicht ganz verstehen, warum es halt verschiedene Menschen gibt auf dieser Welt. Und gerade deswegen ist es jetzt auch wichtig in dieser Zeit, wo immer noch mal sowas aufflackert, aber wirklich nur noch aufflackert, dass man da auch Zeichen setzt und wir hier auch vor Ort mit diesen Fußballturnier, Respekt-Fußballturnier unter der Kampagne Respekt, da heute hier sind und Fußball spielen. Schön, dass sich so viele Menschen bewusst gegen rechte Organisationen stellen. Neben der ganzen Politik heute spielte allerdings auch der Sport eine wichtige Rolle. Auch hier war die Respekt kein Platz für Rassismus-Initiative mit ihrem All-Star-Team vertreten, in dem unter anderem Ex-Eintracht-Frankfurt-Spieler Thomas Zampach spielte. Das Turnier konnte die Mannschaft von Porsche 2 nach einem spannenden Elfmeterschießen gegen die Porsche 1 Mannschaft für sich entscheiden. Nach einem glücklichen Elfmetersieg, Porsche 2 Turniersieger dieses Jahr.
Jawohl, Glückwunsch. Hier ist die ganze Zeit die Rede von Respekt, aber was ist das eigentlich? Genau diese Frage stellte ich auch unserem Respektbotschafter Emanuel Jal. Er ist nicht nur ein weltweit bekannter Musiker, sondern auch Schauspieler. Sein neuer Film The Good Lie an der Seite von Reese Witherspoon erscheint nun endlich auch in Deutschland auf DVD. Hier also Emanuel Jals Definition von Respekt. Respect is what you earn, really. People confuse respect and using fear to be respected, or using glamour to be respected, you know? You know, wearing gold chain or anything or look, you don't earn respect for that. You just intimidate. You're exposing yourself, say, I am of this status. But respect is what you provide, is what you give people and people give back to you. Okay. How you treat people, that's respect. Respekt ist, wie man Menschen behandelt und wie man behandelt werden möchte. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich wünsche Ihnen noch schöne, sonnenreiche Tage und bitte denken Sie dran, bleiben Sie auch weiterhin respektvoll. Kennen Sie das? Niedriger IQ und fehlende Ausbildung führen oft zu heftigem Rassismus und Vorurteilen. Ja, aber gibst du da nichts von rational? Natürlich! Das neue Anti-Idiotikum. Mit seinen Wirkstoffen Respekt und Toleranz führt Anti-Idiotikum sofort zu einer spürbaren Steigerung der emotionalen Intelligenz. Sogar in Härtefällen. Überdosierung ausgeschlossen. Anti-Idiotikum. Ihrer Umwelt zuliebe.